herzlich willkommen zur zweiten Folge hier mit dem MAN. Ich stehe ja noch in England, bin kurz vor der Endhaltestelle, habe Abfahrtskontrolle gerade gemacht, jetzt geht es gleich los. 7 Uhr ist Endhaltetermin, ich müsste so um 6:30 oder so da sein. Perfekt, mein Lamborghini, meine Thermokin läuft, schön leise. Und dann machen wir uns mal los. Natürlich jetzt viel zu früh dran, aber lieber zu früh als zu spät, weil ich auch nicht weiß, wie ernsthaft es da mit dem Termin gemeint ist und so. Und dann, ja, dann habe ich lieber noch eine halbe, dreiviertel Stunde Puffer. Ah ja, guck mal, jetzt ist schon der Unterschied. Mein Abwisch sagt jetzt hier rechts, schickt mich jetzt hier rechts rein. Google sagt geradeaus. Ich vertraue mal auf Google. Meine Referenznummer hat gepasst. Das muss ich auch echt sagen hier bei meinem Kunde. Da habe ich eigentlich selten Probleme, dass irgendwie Nummern nicht stimmen oder Referenznummern nicht passen oder was auch immer. Das ist jetzt klar, beim Hochfahren war das jetzt natürlich ein bisschen blöd mit der GmbH. Aber da konnte er nichts dafür, weil das hat ja der Kunde von ihm sozusagen gebucht. Genau, also das klappt eigentlich immer gut. Hier hat es jetzt auch geklappt. Ich soll jetzt mal warten. Die haben mir da so ein Ding gegeben hier. 7 Uhr. Vielleicht geht es ja einen Ticken früher. Aber wenn sie den Termin halten, wenn die mich wirklich um 7 dran nehmen, dann ist es auch schon okay. Eieiei, das lief ja aber anders gut. Ich dachte, ich muss hier noch länger warten oder so, aber tippitoppi, hey. Ja, ich habe um 7 Uhr ja erst Endladetermin gehabt, aber die haben mich jetzt schon eine gute halbe Stunde vorher abgeladen. Dann geht es jetzt so schnell es geht runter zum Tunnel. Was, da bin ich jetzt um 10.40 Uhr. Guck mal, da hätte es vielleicht sogar gerade noch hingehauen mit der Fähre. Aber gut, das kann man ja im Voraus nicht wissen. Und jetzt habe ich vor allem halt keinen Stress. Papiere habe ich auch gleich gekriegt. Jetzt geht es also hier wieder runter, schön London vorbei, Queen Elizabeth Bridge und dann hier runter zum Folkestone, zum Tunnel. Dürfte alles gut funktionieren jetzt. Oh, was ich ganz vergessen habe, ich lade ja nachher TK. Oh, da sollte ich vielleicht das Moped hier mal ein bisschen vorkühlen. Also auf dem Tunnel muss ich es ja sowieso ausmachen auf dem Zug, aber dass der halt auf jeden Fall schon bei Minusgraden ist, nachher wenn ich da unten bin. Paletten haben die mir netterweise auch gleich reingeräumt, das heißt, das habe ich jetzt auch schon erledigt. Die habe ich aus dem Kasten raus, haben die mit dem Stapler reingehoben. Fehlt eigentlich nur noch hier die TK-Konfigurierung. Also Sollwert. Will noch nicht. Wichtig ist hier nur, wenn man die Temperatur ändert, man muss es immer auch bestätigen. Sonst nimmt er den nämlich nicht. Jetzt hat er hier auf minus 25. Das passt, jetzt dürfte er auch gleich angehen und dann ist er auf jeden Fall auf Temperatur.
Facility da. Man muss da mal mit denen reden, keine Ahnung, aber vielleicht kriegt die GMR jetzt auch über den Kunde. Hätte man sich natürlich sparen können, aber das wusste ich tatsächlich nicht, weil die letzten Male, als ich leer rausgefahren bin, habe ich einfach gesagt, ich bin leer und dann ging das. Ja, die GMR habe ich jetzt gerade bekommen. Jetzt bin ich schon hier bis zu dem Service da zurückgefahren. Jetzt fahre ich da halt noch mal kurz raus, gehe ich kurz pinkeln und trinke, hole mir noch einen Kaffee und dann fahre ich wieder da runter. Alter, da hoffe ich, dass ich diesmal aber rüberkomme jetzt. Also dieses mit dem GMR beim Rausfahren, das ist erst seit 1. Januar so. Ja, die GMR habe ich jetzt ja, habe ich jetzt ja bekommen. Kaffee habe ich auch bekommen. Nächster Versuch. Wisst ihr, was das Beste wäre? Wenn meine Eurotunnelbuchung jetzt nicht mehr gehen würde, weil ich ja sozusagen einmal schon reingefahren bin. Das wäre der Hammer. Hello. I was missing a GMR the first time. Now I have GMR, but it doesn't work. Meine Herren, ist das ein Hin und Her. Jetzt habe ich hier ein Duplicate Freight Ticket bekommen. Ach, ja, nächster Versuch. Oh Junge, ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich kann es nicht glauben. Trotz aller Widrigkeiten mit GMRs. Die haben das hier alles neu gemacht. Ist ja Wahnsinn. Hier, diese Spuren waren nämlich, die hatten solche Spurrillen. Ah gut, es fängt schon wieder an. Geil, ich komme sogar direkt drauf. Krass, 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 krass. Da habe ich aber richtig Glück gehabt. Also das war definitiv die richtige Entscheidung, heute mit dem Zug zu fahren. Mit der Fähre wäre das wahrscheinlich wieder kacke geworden. Ach, Zug einfach beste. Einfach beste. Ach, ja, ja. Wimmel, wimmel, wimmel. Jetzt habe ich noch vergessen, den Kühler anzuschmeißen. Ich lade jetzt hier 30 Kilometer weg für Hamm. Das ist jetzt das TK-Zeug. Da habe ich morgen, kann ich wohl ab 5.30 Uhr ausladen in Hamm. Dann fahre ich von Hamm nach Lünen. Von Lünen nach Bernburg und von Bernburg in Bernburg lade ich dann am Freitag für Kirchheim. Das heißt, ich bin irgendwie, je nachdem wie das läuft, Freitag, Nachmittag, Freitagabend wieder zurück. Hier geht es auch zu der Fähre nach Irland. Man kann ja auch Dünkirchen nach, nee, warte mal, ach doch, Dünkirchen auch nach Irland fahren, ja scheinbar. Weil die andere, die ich kenne, ich war eigentlich Cherbourg nach Irland. Man kommt jetzt hier in dieses Fährterminal da rein. Direkt eine Rampe gekriegt. Mann, ich habe glaube keine kurze Hose dabei. Scheiße. Naja. Frigo sollte ich ausmachen. Ich glaube, die haben. Rampe ist glaube ich schon dran. Ja, die ist schon dran. Ich gebe jetzt spaßeshalber schon mal gleich die Entladeadresse ein. Hafenstraße in Hamm. Hafenstraße in Hamm.
Ja doch, dann fahre ich da oben rum, macht am meisten Sinn. Alles andere ist ja unnötig lang. Ja, 6,5 Stunden. Ja, fertig mit Laden. Es hat allerdings 1,5 Stunden gedauert. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Luft. Jetzt stelle ich mich einfach mal da auf den Parkplatz. Dann muss ich noch Papiere besorgen. Ich weiß jetzt auch, was ich geladen habe. Es sind Pommes. Tiefkühlpommes. 21.500 Kilo. Ich check jetzt noch mal die Achsgewichte. Das müsste eigentlich passen. Sind ja genau 33 Paletten. Weil wenn ich über die 40 fahre, da ist ja die Waage an der Brücke. Und ich habe relativ wenig Lust, da nachher zu stehen. Und das passt nicht. Ich muss der 640er mal zeigen, was er kann. Das erste Mal diese Woche. Ich roll hier mittlerweile schon durch Belgien. Ich habe es eigentlich auch schon fast durchgeschafft. Ich habe mir mal Asten rausgesucht als Parkplatz für heute Abend. Weil das wird, glaube ich, sonst alles echt scheiße. Eigentlich wollte ich noch weiterfahren, aber ich komme nur bis Venlo und da weiß ich nicht, wo man da parken kann. Donnerstagmorgen in den Niederlanden. Ich bin noch etwas zugeparkt. Mach mal Abfahrtskontrolle und dann geht es auch weiter im Text. Weiß ich, der Kühler müht sich irgendwie ab, das runter zu kühlen. Ich glaube, die Ware war nicht richtig gut vorgekühlt. Aber gut, der lief jetzt ja nicht die ganze Nacht eigentlich. Naja, auf jeden Fall warte ich jetzt mal, bis die da weg sind. Und dann geht's los. Ich muss jetzt gerade Leerpaletten holen und ich glaube, ich weiß jetzt warum das hier nicht so richtig funktioniert hat mit der TK-Ware. Der Fehler, den ich gemacht habe, ja, ich muss es hier gerade ein bisschen ab. Oh, Alter, tropft das Wasser hier runter. Ist ja brutal. Ich glaube, diese Balken, die ich hier habe, die muss ich runter machen. Weil die schreiben ja hier, Achtung, Höhe maximal da. Und ich glaube, die Balken hier, die haben die kalte Luft hier gestoppt und da kommt hier hinten nämlich, ja wobei, doch, das bläst schon noch durch. Weil hier vorne da zum Beispiel, hier ist ja so eine Sperre drin, dass du die nicht höher machen kannst als so. Bedeutet aber auch, wenn du mal hohe Paletten lädst, dann musst du auch wahrscheinlich die Doppelstockbalken rausmachen. Ja, und das mit der Feuchtigkeit, die hier drin ist, das wird wahrscheinlich nachher noch ein Problem beim Laden. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das die Ursache ist, warum der jetzt so schaffen musste mit der TK-Ware. Ich weiß es nicht. Vielleicht kennt sich ja jemand mit Lamborghini aus und weiß, ob das daran liegt. Ich weiß nur, beim Schmitz, da war das auch so, dass man die Balken nicht ganz, also die letzten konnte man schon ganz hoch machen, aber die vorderen, da wo der Luftkanal war, die sollte man halt nicht ganz hoch machen. Junge, hier ist eine richtige Eisfläche. Eigentlich hat es hier ganz gut funktioniert. Ich habe halt, ja, ungefähr 3/4 Stunde oder so habe ich jetzt gewartet. Musste ich doch selber abladen, aber die haben mir geholfen. Also ich habe praktisch mit einer Ameise und der hat mit so einer Doppelameise da, was sind 10, 15 Minuten war das Ding leer. Paletten getauscht, hat auch geklappt und ja, also von dem her kann ich die negativen Bewertungen nicht ganz so nachvollziehen. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Einzige Problem ist halt, ich habe jetzt die Feuchtigkeit gesehen. Ich habe den Kühler jetzt mal auf 30 Grad eingestellt. Ja, und lass ihn jetzt mal laufen bis zur Ladestelle. Ich hoffe, da ist dann das meiste draußen. Wenn ich noch irgendwie am Kaufland, Edeka, Supermarkt, bla 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 vorbeikomme, werde ich vielleicht anhalten und, oder dann halte ich an und kaufe mir noch ein Handtuch oder zwei.
Und dann gehe ich nachher noch mit dem Handtuch durch, dass das auch beim Laden keine Probleme gibt. Ich habe zwar so einen Gummiabzieher dabei auch, aber ja, das ist so nass da drin. Ach, es ist wieder alles. Sie erreichen Ihr Ziel um 17.34 Uhr. Leider ist heute irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen. Mein Auflieger steht da an der Rampe. Aber die Ware ist nicht fertig. Die ist erst heute Abend fertig. Das heißt, ich gehe jetzt in die Pause. Mach 9 Stunden Pause bis heute Abend. Um 20 Uhr kann ich wieder fahren. Da müsste auch mein Auflieger geladen sein. Vielleicht sind die auch schon einen Ticken früher fertig. Das weiß ich noch nicht. Dann fahre ich nach Bernburg, mache da wieder 9 Stunden Pause und dann habe ich morgen, kann ich da zwischen 10 und 11 Uhr ausladen. Ja, dann morgen noch in Bernburg irgendwie was laden und dann halt nach Hause. Weil ich muss ja am Samstag die Zugmaschine zurückgeben. Dann wird es halt am Freitagabend sehr spät, aber egal, so ist es halt. Und der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass ich hier direkt für Kirchheim lade, also für bei mir zu Hause. Und dann wäre ich da heute noch ein Stückchen gefahren, morgen den Rest, morgen entspannt ausgeladen in Kirchheim, was vorgeladen für Montag, fertig. Jetzt ist natürlich ein bisschen der Wurm drin, aber hilft ja nichts. Jetzt gehe ich halt in die Pause, gucke, dass ich ein bisschen Schlaf kriege. Leider kann man hier in der Nähe keinen Supermarkt, nichts. Nada, null. Ich bin hier komplett im Nirgendwo. Und dann wird eben heute Nacht ich brauche ungefähr 4,5 Stunden bis da hoch. Ist aber relativ problemlose Autobahn, da sollte ich dann ganz gut durchkommen. Und dann muss ich halt ja heute Nacht nochmal Parkplatz-Spaßsuche haben. Wobei hier in der A14, da geht es eigentlich. Also da kriegt man relativ gut auch spät abends noch einen Parkplatz irgendwo. Ich muss jetzt noch eine Stunde stehen. Die Ladung ist fertig. Muss meinen Auflieger noch holen nachher. Dann fahre ich darüber. Oh, und ich hoffe, ich kann da direkt bei dem Zentrallager parken. Das werde ich dann aber heute Nacht sehen. Der Freitagmorgen beginnt hier in Bernburg und ja, heute ist wieder so ein Tag, da würde ich am liebsten das Kontrollgerät da oben rausreißen und verbrennen und es nie wieder einbauen. Okay, das war jetzt leicht übertrieben. Aber ich stehe jetzt praktisch hier beim Lidl, ich bin gestern, wann war ich hier, um 1 oder so, ne, um 0.30 Uhr war ich hier und bin aufgewacht, ich bin topfit. Mein Kontrollgerät sagt aber, ich muss jetzt erstmal noch Pause machen. Ich muss vor allem 11 Stunden Pause machen, das heißt, ich muss jetzt noch 3,5 Stunden hier stehen. Dann kann ich ausladen fahren und dann zur Ladestelle. Anstatt dass ich jetzt, wenn ich fit bin, da kurz auslade, dann rüberfahre zur Ladestelle und entspannt heute Abend nach Hause komme, wird es halt heute jetzt 22, 23 Uhr oder so, weil ich halt hier jetzt wegen dieser Pause da so viel Zeit verliere. Und das sind so Tage, da nervt diese Fahrerkarte einfach. Es nervt. Das wäre so viel entspannter. Das wäre auch gestern entspannter gewesen. Die Ladung war ja so um 18.30 Uhr oder so schon fertig. Dann wäre ich doch lieber um 18.30 Uhr hierher gefahren. Dann wäre ich um 22 Uhr hier gewesen. Wäre entspannt ins Bett gegangen. Heute Morgen um 6, 7 Uhr aufstehen, abladen, rüberfahren zum Laden und nach Hause. Top Freitag. Beziehungsweise Donnerstag und Freitag. Jetzt dank Fahrerkarte ist es halt heute wieder ein Scheiß. Jetzt stehe ich hier ewig rum. Dann lade ich nachher ab. Dann fahre ich rüber laden in Kabelsgetal. Und dann fahre ich nach Hause. Und dann bin ich heute Nacht irgendwie zu Hause. Und sonst, wenn ich jetzt keine Fahrerkarte hätte, dann wäre ich heute 16, 17 Uhr daheim. Hier drüben mein Mautgerät spinnt. Dafür ist meine Pause fast voll. Jetzt bin ich richtig schön erholt. Es war so richtig sinnvoll, hier 3 Stunden rumzustehen. Ja, dann kann ich gleich abladen. Und dann mache ich mich auf zur Ladestelle. Ich bin mittlerweile an der nächsten Ladestelle. Eigentlich hieß es, das geht hier schnell. Ich soll so früh wie möglich da sein. Jetzt stehe ich schon wieder eine Stunde oder so hier rum. Und es geht nichts voran. Tja. Eigentlich sah die Woche nach einer perfekten Woche aus. Schöne Tour, schön entspannt. Aber am Freitag ist es dann natürlich doch in die Hose gegangen. Jetzt habe ich geladen. Es ist schon 16 Uhr. Und ich habe noch ein ganzes Stück vor mir. Also das, was ihr hier seht, das ist nur bis Nürnberg. Da ist eine Tankstelle, da muss ich den Kühler mal voll tanken. Zugmaschine voll tanken. Pause machen. Und von Nürnberg brauche ich dann nochmal ja, so ungefähr 2,5 Stunden bis nach Hause. Das heißt irgendwie
22 Uhr, 22.30 Uhr oder so bin ich dann zurück. Ja, es ist gar nicht mal so gut, auf jeden Fall. Ich bin hier in Nürnberg. Ich habe gerade noch getankt, den Kühler voll gemacht, damit er das Wochenende über durchhält. Die Zugmaschine voll gemacht. Ich bin jetzt aber erst um 10:30 zurück. Ja, ob ich da das heute noch schaffe oder ob ich es da generell noch schaffe, so ein Fazitvideo zu machen, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, dieses Video hat jetzt leider kein so tolles Ende genommen. Oder was heißt, ich weiß es nicht. Ich habe echt ehrlich gesagt ein bisschen Muffe wegen den Kühler, weil der jetzt das ganze Wochenende überläuft und bei mir in der Gegend, es ist echt, ich kann es nirgendwo abstellen, ohne das Gefühl zu haben, dass es irgendjemand auf den Sack gehen könnte. Aber ja, ich stelle jetzt dieses Wochenende mal nicht bei mir ab. Da kenne ich ja den Anwohner, ich weiß jetzt mittlerweile auch, wer den ausgeschaltet hat. Und ja, deswegen, da ist mir jetzt irgendwie zu heiß. Und jetzt stelle ich ihn wahrscheinlich da, wo ich den MAN auch geholt habe. Da ist eigentlich auch nur Gewerbe, aber das habe ich ja auch gedacht, wo ich immer geparkt habe. Naja, ihr wisst ja, ein Däumchen, ein Träumchen, die Sonne geht unter. Ich hoffe, eure Daumen gehen auf und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Da kommt wieder ein bisschen was mit meinem Scania, zeige ich noch ein bisschen was und dann die übernächste Folge dürfte dann eigentlich die erste Tour mit dem 660er sein. Genau. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen, tschüss, ade und ciao.